damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert in der Nuzlocke Challenge. Ich habe, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen keine Folge hochgeladen. Ja, kommt ungefähr hin. Aber ich muss auch sagen, ich hatte wirklich einfach gar keine Lust. Und ich finde, dass es nicht keine gezwungene Sache sein sollte, weil ich mache das eh nur für drei Leute. Mittlerweile sind sogar drei. Und wir steigen sofort wieder ein. So, wir sind nur noch hier in Searchstar, hieß die Stadt so. Außer Searchstar. Wir müssen auf jeden Fall nach Route 9. Und Route 9 war, wenn ich mich recht entsinne. Ah, falscher Knopf, neuer Controller. War Route 9 hier? Tatsächlich ist es Route 9. Sehr schön. Das heißt, wir dürfen hier ein neues Pokémon fangen. Ich gucke einmal ganz kurz ins Team, weil für mich war es jetzt auch eine Weile lang her. Wir haben dabei Flabickel, Henning, Katie, St. Marlin, Isitrap und Maschine. Natürlich. Und wir tauschen mal die Maschine nach vorne und gucken mal, ob wir vielleicht die ein bisschen trainieren können. Ich guck mal ganz kurz, passt das vom Bild her? Ist noch ein bisschen nah ran. Gehen wir ein bisschen raus. Das dürfte besser sein. So. Hier kommt mir Pokémon angeln, aber wir brauchen kein Wasser-Pokémon unbedingt. Und hier ist auch schon direkt der erste Trainer. Und wir starten mit Maschine. Wobei ich bin ziemlich sicher, dass es ein Wasser-Pokémon sein wird. Deswegen fange ich mal mit St. Marlin an. Wir kämpfen gegen Anglerin Sibylle. Und sie setzt Barakifa. Ah, das ist das Ding, das Selina immer verschluckt. Ich weiß nicht, wie dieses. Urgel. Ladungsstoß haben wir mal raus. Wasserdüse, okay. Macht nicht allzu viel. Ladungsstoß geht durch und. Ja, macht. Oh, ist sogar ein One-Hit. Sehr nice. Erfahrungspunkte erhalten. Henning erreicht 45, sehr nice. Henning will Schwerttanz lernen. Ja, für Eisenabwehr. Und schwupp. Schwerttanz, sehr nice. Maschine 42. Und Sibylle setzt als nächstes auch einen Landturm. Auf Level 39 heißt, wir sind schneller, heißt, wir können Ladungsstoß einsetzen. Oh, aber er hat Voltabsorber. Ich könnte diesen Kampf prinzipiell einfach gewinnen. Ich gehe erstmal für einen Glücksfall. Das wird schon reichen. Na super. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich wechsle raus. Weil auf so einen langweiligen Scheiß habe ich dann auch wieder keinen Bock. Wir könnten. Ich gehe mal zu Henning raus. Landung gibt wieder für den Nahrungsstoß. Dürfte diesmal ein bisschen mehr Schaden machen. Ja. Ausmünzen kriegen wir die Para nicht. So, ich gehe mal direkt für einen Durchbruch. Und hoffe, dass der Kingstein wirkt. Brauche gar nicht. Reicht schon für Landturm und das ist gut. Und wir besiegen Sibylle. Wir könnten theoretisch hier. Oh, was bist du denn? Mantips, glaube ich. Aber wir wollen, wie gesagt, kein Wasser-Pokémon. Oh, Pelipper Apokalypse könnten wir fangen. Interessant. Oh Gott, ich möchte bitte keinen Apokalypse. Lauf.
Okay, wir kämpfen erstmal gegen... Ich habe meinen Pokémon so richtig abgetanzt. Jetzt bin ich super drauf. Bereit? Wir kämpfen gegen Tänzerin Virginia. Die hat einen Flampignon dabei. Und das ist Typ Eis. Also würde ich jetzt mal tippen. Typ Eis. Ich gehe mal zu Flamickel. Wir gehen nochmal für den Feuerball. Dürfte reichen. Ja, reicht. Sehr schön. St. Martin, ah, fast. Und Bluebella wird eingewechselt. Ist jetzt noch ein Feuerball ein. Und das reicht auch schon. Flamickel will Sprungfeder erlernen. Nee, will ich nicht. Ich wüsste nicht, wo mir das was bringen sollte. Wow, ihr geht echt nicht das in Kopf ab. Eure Tage sind abgestimmt wie Tanzschritte. Und wir erhalten 2500 Poké-Dollar. Also fast. Ich gucke erstmal weiter, ob es vielleicht noch mehr Grasbüschel auf dieser Route gibt. Route 9, Search der Bucht. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich lernen, wie man surfen kann. Ich glaube, ich nehme den Surprise Encounter hier. Ja. Und es ist ein Kingler. Okay. Ich gehe erstmal für eine Donnerwelle. Dreschflegel. Ja, macht nicht allzu viel. Ich setze mal Lupfstrahl ein, weil ich den langsam runterschwächen möchte. Wenn ich einen Ladungsstoß einsetze, dann war es das wahrscheinlich für Kingler. Ja, genau so. Gut so. Was sinkt? Initiative. Nochmal Dreschflegel. Und ich glaube, das reicht mir schon an Schwächung. Ich werfe mal einen Ball. Und ich glaube, ich werfe mal Hyperball. Nice, beim ersten Versuch. Oh je, wie lange habe ich darauf gewartet? Kingler. Was kann man Kingler für einen Spitznamen geben? Okay, ich nehme das obvious, weil es ein Weibchen ist. Queenler. Zeig mir den Bericht. Okay, Angriff plus Verteidigung minus. Initiative war scheiße, ne? Und ja, Verteidigungswerte sind kacke. Stammverdreschwede, Kalkklinge und Slam. Ist ganz schön unterwegs, heißt, hat einen hohen Initiativewert. Ja, ich schicke den erstmal auf die Box. Und dann ist da auch noch ein Backup, das wir uns sichern können. Jetzt will ich aber wissen, ist das hier, ich hab vergessen, wie es heißt. Ah, das hätte ich natürlich haben können, ne? Gastella. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Ganz ehrlich, ich lasse es. 4.
macht keinen Sinn. So. Dann sind wir als nächstes in der Searchstar-Schlucht. Bucht. Entschuldigung. Und hier wird uns ein Story-Element erwarten. Ich halte kurz einmal St. Martin hoch. Sehr schön. Dann halte ich einmal Flamickel hoch. Und ich habe mich entschieden. Ich gebe Flamickel die andere, das Vergrößerungsglas oder wie das heißt. War das hier drin? Nee. Hier, Großlinse. Es ist einfach besser, weil der Feuerball mit der 90er Genauigkeit ist einfach ein bisschen schwach dabei. Und das können wir nicht riskieren. So, aber ganz kurz. Ich weiß noch, weil das letzte ist irgendwie rausgekommen, das neue Passwort hier, damit man einfach 10 Premierbälle geschenkt bekommt. Und finde ich eigentlich ist ganz nice. So war das, glaube ich. Ja, Premierbälle, perfekt. Ich meine, 10 kostenlose Premierbälle kann man immer mal entgegennehmen. Ja, super. So. Wir lassen niemand nach Bikefahrt, klar? Das heißt, für Nas mit dich und auch alle anderen ist Route 9 tabu. Mit anderen Worten, du kannst nach Hause fahren, du kannst nach Hause fahren. Wir von Team Geld feiern Karmheim total. Hier ist dir nur alles. Es ist einfach großartig. Darum lassen wir auch nicht zu, dass irgendwer es stört. Nur um auf ihm übers Wasser geschippert zu werden. Malm. Das ist mir schon klar, deswegen versuche ich euch ja die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rotumrad um eine Funktion ergänzen kann, die es über das Wasser fahren lässt. Kosti gerufen. Ja, Pokémon-Kampf. Sollte ja schnell gehen. Wir setzen einen Geradax ein. Wir starten durch mit der Maschine. Ja. Und nicht normal? Ja. Ich gehe mal ganz klassisch für einen Mega-Hieb. Oh, das dürfte viel Schaden machen. Boah, ich merke gerade, es war super blöd drin zu bleiben. Wow. Oh nein, bring mich nicht um. Gut. Und nicht normal. Ja gut. So, Telling ist Schaden. Habe ich vergessen, Telling hochzuhalten. Wow. Dann muss ich das jetzt halt austanken, was auch immer dem entgegensetzt. Aber das ist so ein Clown-Wetzer ein. Das ist okay. Genauigkeit steigt durch, glaube ich, ne? Angriff und Genauigkeit. Ah, okay. Stimmt, das war das, was Dings die ganze Zeit schon. Mikrofon. Wir gehen natürlich für einen Durchbruch. Ist vierfach effektiv. Das wird den umhauen. Ja. Als nächstes wird Pandagro eingesetzt. Ja, ist zwar unnicht Kampf, glaube ich, aber trotzdem wird ein Durchbruch viel Schaden machen und Patronenhieb, okay. Macht aber kaum Schaden, weil das nicht so effektiv ist. Henning setzt Durchbruch ein und das reicht sogar, sehr schön. KD auf 46. Boah, ich hoffe so sehr, dass er sich nochmal weiterentwickelt. So, ja, sie will einfach nur zwei Quad zurück. Muss ich jetzt den anderen auch besiegen? Oder seid ihr fertig?
Wow. Kaman hat da gar keinen Bock drauf. Doch, okay. Sehr cool. Ganze Sache, dann kann man jetzt ja auch über Wasser fahren. Eine Zoom-Linse. Okay, aber nur wenn das Ziel zuerst angeht, dann müssen wir gucken, dass wir das irgendein Pokémon da geringe Initiative geben. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Oh, es ist ein Pokémon, ein Kaokto. Ich hab. Oh, Level 50! Okay. Kaokto, sieht ein bisschen nach Elektro aus. Elektrowasser vielleicht? Das dürfen wir ja fangen. Deswegen versuche ich mal, das nicht zu töten. Ich denke aber nicht, dass ich das überhaupt töten kann, weil das scheint ziemlich stark zu sein, um ehrlich zu sein. Bitte hab keinen Voltabsorber. Danke. Okay. Gegenschlag. Und nicht Wasser oder so? Hä? Nee, Wasser kann nicht sein. Ich gehe für noch einen Ladungsstoß. Sehr gut. So, und jetzt setze ich einen Ball ein. Yes, Alter! Was ist denn heute los? Sehr schön, Kaokto wurde gefangen. Oh, nice, Maschine entwickelt sich. Und jetzt haben wir ein Gorgantis, das um einige stärker ist. Sehr schön. Und Kaokto, was bist du? Kampf! Jiu-Jitsu-Pokémon. Sein Körper besteht gänzlich aus Muskeln. Die schiere Stärke seines Würgeriffs, bei dem es seine Tentakel einsetzt, ist sagenhaft. Ich gebe ihm den obvious... Also obvious, gut, aber... Ja. Gib mir mal den Bericht. Auch Spezialangriff hoch, Initiative runter. Super. Oktoklammer. Das Ziel wird an der Flucht gehindert und seine Verteidigung und Spezialverteidigung sinken jede Runde. Alter, ein Vertigo. Kraftkoloss und Gegenschlag. Oktoklammer könnte nice sein. Ich glaube, ich nehme Cthulhu einfach mal mit. In mein Team und dafür tue ich Henning raus. Kingstein im Beutel verstaunt. Außerdem, Level 50 Pokémon können wir ganz gut gebrauchen. Ich habe gar nicht gesehen, dass das ein Pokémon ist. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Trainer oder sowas. Ich habe übrigens ein bisschen gegrindet. Kingstein geben. Cthulhu. Dann heile ich mal schnell das Team. So. Ja, hör auf! Phantomkraft. Wow, ist das nicht die Signature von Dings? Yo! Ja, der Angriff ist wesentlich besser als der Spezialangriff. Ich muss Spukball verlieren, das macht also gar keinen Sinn. Lernt er einfach mal die Signature von Giratina.
Aber Signature bedeutet heutzutage auch gar nichts mehr. Das kann mittlerweile auch jeder erlernen. Fangeisen. Pflanze. Also ganz ehrlich. Das ist nicht Stab. Ja, aber sonst kannst du ja nicht, aber Tiefschlag ist eigentlich immer nice als als Dings. Funkfeder ist gut als als, wie heißt es? Counter halt. Und Nebu ist einfach eine gute Attacke, also. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Ich glaube, ich brauche das nicht. Nee. Scheint mir einfach nicht so gut zu sein. Gut, da haben wir jetzt noch 14 EP-Bonbons. Sehr gut. Einrollen. Mach Slam dafür weg. Die, so, es ist so eine geringe Genauigkeit, das lohnt sich einfach nicht. Und zu guter Letzt auf St. Martin haben wir noch 4 davon. Sehr schön. So. Sonderbonbon. Flamickel. Gut. Ja, dann war es soweit. Weiter geht's. Ich fahre jetzt mal hier lang. Weil wir gerade sowieso schon sind. Weimar, hallo. Ah, oh, noch mehr Weimar. Ganz schön. Ah, Mantax. Bam. Jetzt ist die Maschine auch mal richtig mächtig, Alter. Ja, das war eine Phantomkraft. Einmal gucken, wie viel Schaden das so macht. Und sie ist weg. Ich weiß auch damals, als ich mal mit Lars zusammen Pokémon gespielt habe, hatte der zuerst Giratina gefangen und ich noch nicht. Und dann hat er seinen DS so weggemacht und, ha, guck mal, Olli, mein Pokémon ist weg. Und ich so, ah, hast du Fliegen eingesetzt? Nee. Hast du Taucher eingesetzt? Nee. Ja, okay. Hast du Schaufler eingesetzt? Nee. Okay, und ja, was ist es denn? Ha, sag ich dir nicht. Aber ich ziemlich niedergeschlagen. Ich setze mal Cthulhu an die erste Stelle. Ich finde das echt witzig. Ein Jujutsu-Pokémon. Spike fort nach unten. Was seid ihr denn für welche? Ein Kloptopus. Dann ist das die Vorentwicklung. Dann dürften wir jetzt eigentlich easy gewinnen, ne? Oktoklammer. Jetzt verhöhne ein. Alter, Verteidigung und Spezialverteidigung, das ist echt stark. Das ist voll gut. Das wird halt in Competitive gebannt werden, weil man danach nicht mehr fliegen kann. Aber ich finde es trotzdem stark. Ach, reicht. Ich mag Tulu. Ich find's cool. Ich find's einfach echt cool. Ja, noch ein. Davon brauchen wir nicht. Ah, hier. Ich bin übrigens mir immer noch nicht sicher, ob man die anreden muss, damit man ja jetzt hinfliegen kann oder nicht, oder wie auch immer das ist. Der hat einen Kampf-Pokémon. Haben wir irgendwas gegen Kampf? Eine Maschine. Let's go. Schwarzko Darren fordert mich heraus. Cardonis. Ich gehe einfach ganz straight für die Phantomkraft. Fußtritt hat keine Wirkung auf mich. Ciao.
Maschine auf 51, nice. View Testo hat so auch. Also gut, aber es scheint so, als könnten die mir nicht wirklich Schatten zufügen, ne? Ich finde es übrigens auch sehr nice, dass Phantomkraft jetzt 10 AP hat und nicht mehr 5, wie das früher der Fall war. Das war halt echt scheiße. Warum werde ich von Hagelkörnern getroffen? Ich bin in der Unterwelt. Ja, alles, was die machen, hat keine Wirkung auf mich. Finde ich nice. Mega Hieb. Ja, verloren. Wir sind wohl doch nicht so effektiv, wie ich dachte. Nee, nicht gegen mein Geist-Pokémon, Bro. Oh Gott, zu viele Pokémon. Mein Gott, ist das schon wieder eine riesige Zone hier. Es schneit hier und die stehen hier... Naja, drei Tauchbälle. Ja, hier sind noch ein paar Kämpfe. Ich finde, das sieht witzig aus. Sieht aus, als hätte man so ein Quad irgendwie. Wir kämpfen gegen Walmer. Ich find's toll. Also Gorgantis sieht schon nice aus, muss ich echt sagen. Ist das hier? Ah, nein, 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 nein. Alter Schwede, ist das riesig. Also, ich will ehrlich gesagt nicht alle Trainer jetzt machen. Das können wir in einem späteren Part machen. Weil, ich versuche gerade ein bisschen den Part hier zu langsam zum Ende zu bringen. Auch wenn das von diesen Trainern gekonnt verhindert wird. Und was ist jetzt? Man tippt. Also ich fliehe einfach, weil es ganz simpel keinen Sinn macht, gegen die zu kämpfen, weil macht's einfach nicht. Lass mich in Ruhe. Haben die nicht gesagt, dass ich nach unten muss? Spikeford nach unten. Nach unten fahre ich. Nix Spikeford, hier ist Ende. Ah, aha. Top Elixier. Nice. Wir sind übrigens immer noch an der Searchster Bucht. Deswegen kann ich hier nichts fangen. Bist du nicht Typ Drache? Mein schon. Nach Spikeford geht's rechts lang. Hier oben ist nicht wirklich irgendwas. Oh, was ist das denn? Route 9 Tunnel. Hallo. Irgendwas. Route 7. Voltula und die Weiterentwicklung von Kleptifuchs. Was ist hier los? Ah! Ja, ich bin stark. Mal gucken, wie stark du bist. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht in einen übermächtigen Trainer reingerannt. Dann weine ich. Duokles. Damit kann ich umgehen. Ich immer für eine Phantomkraft. Und wir sind sogar schneller. Das ist ja verrückt. Aber gut, wir sind noch 6 Level drüber oder 7, ne? Nachthieb. Das trifft sogar, wenn ich nicht da bin. Das wusste ich gar nicht. Oh, danke. Mortipot. Oh, das ist cool. Aber ich werde nicht mit Maschinenregen kämpfen. Ich bin ja zu Flamickel. Ich
Also ich vertraue darauf, dass es nicht Typ Wasser ist, weil das wäre jetzt echt doof. Gigasauger. Das ist absolut in Ordnung. Wir geben für einen Feuerball, der dürfte auch treffen, weil wir ja diese Linse da drauf haben. Und er trifft. Das ist sehr gut. Quartermack. Ist nur Typ normal, ne? Nein. Ach, du bist nur Typ Kampf, war das so rum? Und der andere, Orang-Utan, wie auch immer der hieß, eine Abwandlung davon, war dann doch, ne? Ich kenne euch doch. Wow, das reicht nicht. Nein, 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 nein. Mach nicht sowas, Digga. Kopfnuss, easy. Das ist so Kopfnuss und du schießt. Was soll das? Mein geschultes Auge erkennt ihr im Talent. 17.000, sehr nice. Wäre wahrscheinlich nur die Hälfte gewesen, wenn wir nicht mit Dings gekämpft hätten. Ich gehe mal wieder zurück, weil ich das Gefühl, dass wir hier nicht sein sollten. Wir müssen hier nach rechts, denke ich mal, ne? Weil rechts ist ja Spikefort. Was bist du denn? Ja, es ist dieser Sudo. Och nee, nicht so viel Story. Spikefort sieht ja schön aus. Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikefort rein. Wie lange sollen wir denn noch uns die Beine in den Bauch stehen? Wie sollen wir denn jetzt den Unlichtarena-Leiter zum Kampf herausfordern? Wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden nie. Hey, Strudi-Rudi, hier drüben. Wobei, nee, sie ist ein Emo, ne? Hey, Strudi-Rudi, hier drüben. Ich habe das Gefühl, dass da was auf uns zukommt, deswegen heile ich meine Pokémon mal eben. Jo. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die auch und nicht Pokémon hat, wechsle ich mal zu Cthulhu. Tut mir leid, wenn ich die Nase so oft hochziehe. Ich mache das nicht mit Absicht. Das habe ich mir einfach übertrieben angewöhnt, weil ich irgendwie seit Weihnachten Schnupfen habe. Ja. Ich wusste es. Team Yell. Ja gut, Theopada. Was für ein Glück, dass ich Cthulhu genommen habe. Ja. Ich gehe erstmal für eine Oktoklammer. Tiefschlag schlägt fehl, das ist schon mal gut. So, aber dies, ich denke auch so, dass die schneller ist als ich. Deswegen gehe ich mal für einen Gegenschlag. Leider nicht funktioniert. Ah, der Gegenschlag reicht fast. Ja, der wird jetzt reichen halt, ne? Ah, sie setzt so einen Hypertrank ein. Was für eine Verschwendung. Was ist das für Triopada? 51 für KD, hey! Sandgrab. Ne. Toxicroak als nächstes. Kampfgift, dann muss ich wechseln. In wen wechsle ich denn? Kampfgift.
Ich könnte zu KD gehen. Ja, und dann mit einer Dampfwalze arbeiten. Ich muss sagen, dass ich, das macht nicht sehr viel Schaden, dass ich langsam aber sicher das Gefühl habe, dass sich KD nicht mehr weiterentwickelt. Weil wir sind jetzt auf Level 51 und wenn das nicht so eine Dragoran-Entwicklung auf 54 oder 55 ist, glaube ich, dass es einfach nur super scheiße aussieht. Tiefschlag. Volltreffer sogar, super. Und Dampfwalze. Yes, das macht voll viel Schaden. Ich bleibe mit KD einfach mal, also ich denke mal, dass ich mit KD drin bleiben werde, einfach um den Sandsturm voll auszustallen. Unlichtboden, wenn ich mich richtig entsinne. Hier mal für einen Schlangenblick. Ein paar kriegen wir durch. Yes. Nicht Paraboden. Aber so das Expedermi ist ja super. Also ich gehe mal für einmal einrollen. Er ist Angeberei rein. So, und jetzt gehe ich für eine Dampfwalze. Ach, Kampf. Und, hä, was war nochmal? Oh Gott. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, gut so. Ich halte die mal hoch, weil wir sind jetzt schon auf so einem Stall mit dem. Haben wir einen Top-Trank oder so? Aber ein Hypertrank reicht. Knirscher setzt du ein. Macht wieder sehr wenig Schaden. Der Sandspeier wird nochmal aktiviert. Sehr schön. Und jetzt gehe ich nochmal für eine Dampfwalze. Bitte greif einfach an. Danke. Angriff plus 3, ja. Und ich nehme an, KD wird nicht mehr allzu lang verwirrt sein, dann können wir jetzt einfach mit dem durchsweepen. Weil der ist auf Defense plus 1, Angriff plus 3. Mopekong. Dampfwalze und fick dich. Folterknecht. Yes, kommt wieder durch. Angriff plus 3, ja, das war's. Und das war's schon mit Mary. Easy. Was sollte das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was die drauf haben. 5200 gehen an mich. Sehr nice. So langsam verstehe ich, warum immer Pekka an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Ah nee, fuck, sie ist ein Emo. Aber eins sag ich dir. Ich werde meine Freunde aus Spikeford aufhalten, indem ich gewinne. Vergiss das nicht. Ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen mich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. So, nur mit der Zeit mein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach. Und was uns in Spikeford so alles erwartet, abgesehen von dieser Konsequenz, sehen wir beim nächsten Part von Pokémon Schwert. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.